Notfall zählt jede Minute. Bei einem Alarm sollen Feuerwehr und Rettungsdienst deshalb innerhalb 10 Minuten vor Ort sein. Im Kreis 2 gelingt das dem Rettungsdienst heute nur in rund 60% der Notfälle, denn die Anfahrtswege von den bestehenden Wachen im Stadtzentrum und im Stadtspital Zürich-Triemle sind dafür zu lang. Gleichzeitig ziehen immer mehr Menschen in die Entwicklungsgebiete Manegg und Laimbach im Kreis 2. Die Wache Süd an der Weststraße in Zürich-Wierdikon ist verkehrstechnisch optimal gelegen für die heutigen und zukünftigen Einsatzerfordernisse. Sie befindet sich direkt an der Auffahrt zur Autobahn, was ein schnelles Ausrücken nach Süden ermöglicht. Schutz und Rettung Zürich will deshalb die Wache Süd mit einem Anbau für die Sanität erweitern. Gleichzeitig sollen das über 80-jährige Gebäude saniert und die Infrastruktur für die Milizfeuerwehr integriert werden. Dafür sind die derzeitigen Platzverhältnisse in der Fahrzeughalle, der Retablierung und im Garderobenbereich zu eng. Mehr Platz bedeutet auch effizientere Einsatz- und Logistikprozesse. Der Standort soll daher für einen gemeinsamen 24-Stunden-Betrieb von Rettungsdienst, Berufs- und Milizfeuerwehr baulich fit gemacht werden. Der geplante Erweiterungsbau gliedert sich an die bestehende Wache an und führt diese entlang der Weststraße weiter. Das entsprechende Grundstück befindet sich bereits im Besitz der Stadt. Über den Objektkredit von total rund 69 Millionen Franken inklusive Reserven wird das Stimmvolk der Stadt Zürich entscheiden. Bei einem Ja in der Volksabstimmung könnte die Sanität ihren Anbau 2028 beziehen. Die Feuerwehr rückt während der gesamten Bauzeit weiterhin zuverlässig von der Wache Süd aus und hilft, wo sie gebraucht wird. Die Erweiterung der Wache Süd ist unsere Investition in Ihre Sicherheit, weil im Notfall jede Minute zählt.